Hallo und herzlich willkommen bei den Xbox Weeks. Ihr seht, wir sind hier auf unserem Channel unterwegs. Das ist Infovideo Nummer 2 und diesmal nicht allein, sondern mit Silver. Hallöle. Der Mitspieler auf unserem Channel sozusagen. Wir sind ja zu dritt für manche Leute, die es vielleicht immer noch nicht wussten. Und ja, Silver, wir wollten heute mal ein bisschen was über den Channel erzählen, was hat sich verändert, dies und das. Und dann mal ein bisschen schneller. Was war das denn? Ich fange mal an mit den Thumbnails. Thumbnails haben wir verändert, haben die vorgestern bekommen, haben wir dann noch direkt alle nachgetragen von den kompletten Videos. War eine Arbeit, aber man hat ja Unterstützer. Stimmt's, André? Natürlich. Natürlich. Der hat mir geholfen. Nicht so sarkastisch. Nee, naja, weil du es nicht gemacht hast. Aber egal. Ich habe mich hier durchgekämpft durch die Thumbnails, Playlisten. Komm, wir klicken mal auf Playlist. Achso, wir gehen zurück auf angesagt. Du kannst ja schon mal auf Playlisten drücken. Ja. Und ihr seht, Homepage ist gleich geblieben, Twitter ist gleich... Och Gott. Twitter ist gleich geblieben. Mal gucken, ob ich aufgenommen habe. Facebook ist gleich geblieben. Und dann haben wir hier Bewerbung für Design und Grafik. Da könnt ihr euch bewerben, wenn ich euch eine Grafik machen soll. Hier seht ihr das Bewerbungsformular. Einfach hier ankreuzen, bla bla. Bla bla und abschicken und dann mache ich euch eine Grafik. Grafik, damit meine ich hier Hintergrund, oben der Banner, Avatar, muss auch nicht auf der YouTube-Seite sein, kann auch irgendwo ein Bild für was anderes sein. Und das gleiche mit Bewerbung Gast-LP, also ihr könnt dann sozusagen mitmachen mit uns oder wir bei euch sozusagen, könnt ihr auch ankreuzen. Könnt auch aussuchen, ob mit mir, Silver oder Xerox. Und dann machen wir halt ein Gäste-Let's Play zusammen. Ja, ich finde jetzt hier gerade keins, aber ich gehe mal auf Playlisten. Hier habe ich zum Beispiel eins gemacht. Da sieht man dann, ist eine extra Spalte, genau wie Bugs und Glitches. Da kommen halt Fehler von Spielen und sowas rein, wie jetzt Tomb Raider, wo ich dann in der Luft rumgeschwebt bin. Dann Demos, erklärt sich schon alleine. Oscar TV. Was kannst du zu Oscar TV sagen, Silver? Oscar TV ist vom alten Mann, also dem Tyrannenflo. Ich weiß nicht, lädst du das eine Video noch hoch, die Disco-Debatte? Die mal angekündigt war. Nee, die ist gelöscht. Die haben ja dann nochmal auf jeden Fall. Der dicke alte Mann, der in dem Video Oscar TV jetzt gerade da rumsitzt, ist unser Clan-Leader und der macht hin und wieder mal so, Infovideos über unsere Clan-Page oder allgemein, was so im Clan abgeht. Und darüber handelt Oscar TV eigentlich so grundsätzlich. Genau, und dann haben wir gesagt, komm, lad das mal hier hoch. Oder er hat gesagt, ich lade das bei euch hoch. Bei meinen ist es irgendwie verbuggt. Hatten wir kein Problem mit und jetzt lassen wir den alten Mann hier ein bisschen ausrasten. Ne? No. So, nächster Punkt, Gewinnspiele. Ja, Gewinnspiel läuft immer noch, ist immer noch aktiv, also fleißig weiter bewerben sozusagen. Und dann komme ich auch direkt zu Minecraft. Minecraft hatten wir eine Let's Play-Folge hochgeladen, habe auch viel mit Grafiken und sowas gemacht, aber wir haben uns jetzt entschieden, kein Let's Play zu machen, sondern eine Serie zu drehen. Und ich sag mal so, wir haben ja dann Making-of, da seht ihr dann kleine Eindrücke. Ihr könnt zwar nicht... Ich sag mal so, die Gebäude und so, das bauen wir alles selber. Das ist alles noch im Bau. Auch das Drehbuch und so wird alles selber geschrieben. Und es wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit, aber das soll ja auch gut werden. Army of Two von Anfang bis Ende habe ich hier auch noch irgendwo ein paar Folgen rumschweben. Endings, ja, erklärt sich schon alleine, habe ich letztes Mal schon erklärt. Battle Area, wir haben letztes Mal wieder Kniffel gezockt, Silver. Battle Area. Nein, wer waren da? Was, wer hatten da gewonnen bei Kniffel? Michelle. Steht ja jetzt 3 zu 2 zu 1. Und wer steht hinten? Du! Morgen. So sieht's aus, aber ich sag mal so, der Kampf ist noch nicht vorbei. Es wird noch ein paar Folgen geben und sind nur leider mal die Spiele ausgegangen, aber da sind wir dran. Ne? Pokémon 3D Silver, was kannst du dazu sagen? Ja, momentan ist das ja noch pausiert. Wegen Update-Abwarterei. Weil nicht wirklich viel Inhalt hinzugekommen ist. Es gab ja die 029er, da kam die 4. Ordensstadt und die 6 dazu, aber die 5. nicht, beziehungsweise das Meer dahin. Ja. Der 3.0er ist jetzt noch nicht bekannt, ob das Meer immer jetzt dazugekommen ist, weil wenn das Meer nicht dazugekommen ist, muss ich die 031er abwarten, weil für eine Viertelstunde, 20 Minuten Spielzeit setze ich mich jetzt nicht wirklich ran. Das lohnt sich dann nicht, wenn dann will ich in einem Wutsch mehr aufnehmen. Ja, deshalb ist das momentan... Also wartest du aufs Update und dann geht's weiter. Genau. Okay, Sniper Ghost Warrior kommen noch ein oder zwei Folgen plus Fazit. Ich nehme das Fazit nochmal neu auf, weil das andere war ja grausam, habe ich mir mal angehört. Und sonstiges erklärt es schon alleine irgendwie. Intros sind zurzeit da drin. Metal Gear Solid macht Xerox auch weiter. Zelda. Das ist ja bei uns so ein... Wie kann man sagen? Das so ein Dasein. Ja, so ein Dasein. Es ist da, aber... Momentan die Leute ist ja eh in Gemüse, sage ich mal.
Ihrem Ihr müsst Gemüse. nämlich jetzt entscheiden, ob ich das weiter hochlade oder sein lasse, weil es kommt ja so gesehen nicht sehr gut an, was natürlich an der tollen 480p Auflösung liegen kann. Kann. Wahrscheinlich auch wird. Aber müsst ihr halt jetzt gucken, weil wenn ihr das wollt, dann lade ich den Mist natürlich noch hoch. Ich kann natürlich mit der Elgato, wenn ich richtig gelesen habe, mit dem neuen Update auch GameCube-Games aufnehmen. Vielleicht spiele ich Ich es dann sag's mal so ab. jetzt, wenn sich irgendein verwirrter Typ hier durchfindet und sagt, ich will Zelda gucken, dann schreibt das rein, dann machen wir es weiter. Aber ein Typ reicht. Sagen wir es mal so, ganz eiskalt. Wir wollen ja jeden, die Minderheit muss leben, weißt Die Minderheit muss leben. du? Ja, yeah, so sieht's aus. Die Minderheit soll leben. Die Minderheit soll. Egal, wir sind bei den Aliens. Nicht die Minderheit, sondern Alien Colonial Marines. Und ja, da haben wir noch ein paar Folgen, war eine lange Pause, ich sag's mal so, das ist wirklich grausam, da stecken unsere Wurzeln noch drinne sozusagen, da haben wir angefangen. Und ja, das war's eigentlich zu allen Playlists, Infovideo. Oh, eine ganze Reihe habe ich hier ausgelassen. Castle Crashers geht natürlich auch weiter, nehmen wir nachher noch eine Folge auf. Infovideos, was ich hier gerade mache, Fazits. Ja, da habe ich gestern Bioshock gestern Abend gemacht, muss es noch zusammenschnippeln, weil im Hintergrund ein Black Ops Gameplay laufen zu lassen, wenn während ich Bioshock Fazit mache, kommt ein bisschen verwirrend rüber. Deswegen ein paar Bioshock 10 und sowas und das dann mixen. Ja, Silber habe ich was vergessen. Kann ich dir nicht sagen. Neue Projekte. Ah, ja, genau. Schieß mal los. Also, wie gesagt, unser Minecraft-Film. Capture the Flag Map bei Minecraft. Captured Map bei Minecraft, ja. Müssen wir mal gucken. Eventuell nehmen wir noch zwei Gäste von euch auf, für das ihr euch bewerben könnt. Habe ich schon, einer hat sich schon, einer Einer hat hat sich schon schon, da ist noch ein Platz frei. ein Platz ist noch frei für Capture the Map. Ganz witziger Modus. Also wie selber ausgedachtes Spiel, glaube ich auch. Ja, ich glaube, zumindest so ein Mist Also noch ich habe es noch nirgends nicht gesehen. gesehen. Ja, das ist mal was anderes, mal was anderes. Nicht immer das gleiche Gedöns. Wir wollen ja innovativ wirken. Jetzt habe ich es. Schweres Und ja, noch Wort. was. Du zockst Hitman Absolution? Ja, da wird wahrscheinlich gleich sogar schon die erste Folge kommen. Das wird bestimmt noch vor dem Video online kommen, Ja, so wie ich dich das ist spannend, ja, wie du einschätze. mich einschätzt. Ja. Ich werde es direkt rendern, das dauert dann sein. Nee, ich habe mir jetzt SimCity bestellt. Fange nächste Woche sozusagen mit SimCity an. Mach das. Wenn mein Laptop das aushält, ich muss erstmal gucken. Ich Sonst habe kannst du zwar es mir schicken, dann mache ich das. ja, na Ich klar. habe einen Alienware-PC, lass mich. Nee, ich habe einen Aspire Laptop. Oh, Aspire Laptop. Was mit? Warum? Aber der ist ein hier Intel Core 2 Duo Prozessor und ist ja egal, wir sind beim Infovideo nicht Info über meinen Laptop, sondern Info über Ja, uns. was Neuer noch Avatar. Neues. Michelle und ich haben uns gestern überlegt, dass wir wahrscheinlich, wenn wir Halo 4 ein bisschen Public spielen, er oder ich das aufnehmen, oder halt, weil Michelle und ich machen ja gerne immer so Contests, in Black Ops spielen da immer gegeneinander in irgendwelchen Teams, mit dem ballistischen Messer oder all so eine Scheiße halt. Alles wird mal, da wäre ich dabei. Bei Black Ops wäre ich dabei. Halo ist nicht so meine Welt. Das habe ich gestern gesehen. Ja, da siehst du mal, ich habe so lange kein Halo mehr gespielt. Aber ich habt ja auch wie Schwuchteln gespielt. Ja, Also, ja, ja, ja. ja, mit euren komischen Extrawaffen, die ihr euch da eingescheatet habt und Das war so. Nur Binary um dein. Slayer, mein Freund. Wenn Ja, du da ja, hinterm ja. Stein sitzt und campst, kann ich dir auch nicht Ich helfen. werf mit Stein und ihr schießt mit so einen Waffen, weißt du? Das ist. Also ihr müsst euch Das ist. vorstellen, Binary Slayer, jeder Halo 4 gespielt hat, das Binärgewehr und als Zweitwaffe Laserschwert. Was macht die Elite gegen Ende? Er läuft mit dem Schwert über die ganze Map. Ja, ich hatte Schubdüsen Oh herausgefunden. Ich ja, wusste oh ja. LB, Schubdüsen, Schwert, gute Kombi. Benutzen, weißt du, und Dann durch, kommt von der durch, Seite ein durch. Schuss und fetzt sich einfach weg. Das war dann auch mal, ich stand doch mal so mitten im Feld, erstmal ganz am Anfang, ich gehe rein, was geht denn hier ab so? Puck, hatte ich einen Headshot. Weißt du, da war es schon wieder vorbei und dann unten, oben, unten links Oskar X Silver. Dann verabschiede ich mich, dachte ich mir. Das war mir dann eine Nummer zu viel, Alter, mit dir. Ja, Du okay, bist bei aber auch ein sowas wird kranker dann auf Halo-Spieler. jeden Fall kommen. Du bist ein kranker Halo-Spieler. Lass mich. Aber kürzer als gestern unser Info-Video. Ich weiß nicht wieso. Weiß ich nicht. Habe ich schon gesagt, dass Michelle ein Noob ist? Ja. Okay. Dann fällt dir noch was Nee. ein? Warte ab. Ah, Gewinn. ich wollte noch sagen, dass Skyrim wahrscheinlich nach Hitman spielen werden. Ah, Skyrim, Skyrim. Das werde ich auf jeden Fall dann auch noch machen. Und Leben wollen wir auch noch führen. Nee, ich gehe dann mal, wie gesagt, das war's damit. Ja, auf mir fällt nichts mehr ein. Ich starr hier rum wie so ein Stück. Ja, du Habe bist ich auch den ein Film Stück. gesehen? Können die Leute auch echt mal wissen, dass du voll das Stück bist? Das Stück, ich bin ein Könnt Stück. ihr euch kaufen, das Stück. Ja, 2 Euro, kann wenn ihr man es nicht kaufen für verkauft. 1,80. Stück pro Stück.
Stück bei Stück, Stück for you, Stück bei. Egal, wir verabschieden uns. Jo, wir hauen rein. Wir hauen rein. Und beschimpfen uns noch ein bisschen weiter, ohne dass ihr es hört. Ja. Hau da rein. Tschö. Hallo und herzlich willkommen bei den Xbox Freaks. Wir haben heute Silva dabei. Hallo. Hallo Silva. So was sage ich nichts.